Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden. Und ja, Jerusalem ist gefallen. Ja, das haben wir zurückerobert, das haben wir zurückerobert. Hier sind wir jetzt an Land, hier können wir jetzt angreifen. Hier können wir hier rüber und den angreifen. Und hier würde ich noch ein, zwei Runden warten, bis die Einheit wieder stabil ist. So, wir haben jetzt aber auch wieder kein Geld. Warte mal, ich will mal kurz schauen. Warte mal, warte mal, ich will mal. Okay. Das ist natürlich jetzt blöd. Also ich wollte gerade schauen, ob ich sehen kann, welche Gebäude da sind. Und ja, kann ich sehen. Aber ich wollte die vielleicht plündern, damit ich ein bisschen mehr Geld bekomme. Aber ja, nun. 4000 bekomme ich dafür. Ah, das Problem ist nur, wenn ich das alles wieder aufbaue. Also, ich würde. Entschuldigung, mein Handy. Ich mach's mal kurz lautlos. Das Problem ist, wenn ich das alles wieder. Lautlos. Wenn ich das alles wieder aufbauen muss, ist es meistens mehr. Also, das lohnt sich meistens. Lohnt sich meistens nur, wenn man fast alle Gebäude vernichten will und nicht mehr braucht. Nur da. Ah, ich kann es ja hier auch sehen. Gut. Nur da ist, also das Hauptgebäude brauchen wir. Das Fischergebäude will ich bei. Okay, die anderen beiden. Ja, okay. Also den Tempel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. 500 und das da 1000. Okay. Das da können wir abreißen und das da können wir abreißen. Okay. Ist jetzt halt ein bisschen, ja, negativ, aber okay. So, dann werden wir hier die mal wieder aufrüsten. Weil hier haben wir sehr viel, sehr, sehr viel, Plänkler, Söldner, Plänkler, Söldner, Söldner, Plänkler. Wieder würde ich auflösen. Dann haben wir schon wieder gut plus. Wie lange brauchen die denn? 2 Runden? Okay, das ist gut. Meter, Meter, Meter. Leichte Kavallerie. Also hier habe ich nicht, also kaum wirklich heftige Einheiten, sondern so eine Mischung aus ja, mittlere Kavallerie und eben hier die schwere, also die schwere Tier-Ding. Wie nennt man das eigentlich? Infanterie sind nur Männer zu Fuß und Kavallerie sind die auf den Pferden. Aber sind Elefanten auch Kavallerie? Eigentlich nicht, ne? Naja, okay. So einen Überbegriff gibt es, glaube ich, da auch nicht. Naja, gut. Wir brauchen auf jeden Fall. Also die da würde ich dann behalten. Die sind auch ziemlich hoch dekoriert jetzt. Den könnten wir eigentlich. Ja, wobei. Ja, aber ich will nicht so viele verschiedene Einheiten. Kamelkämpfer sind so. So, dann machen wir noch mal 2 von den Thrakischen. Dann haben wir es. Ja, nee, das ist zu viel. Das ist zu viel, die Guten. Wir machen mal Kataphrakte. Brauchen wir hier eigentlich jetzt nicht. Beziehungsweise nehme ich jetzt. Entschuldigung, mein Hirn ist gerade ein bisschen langsam.
Würde ich mal behaupten. So, also die Ritter brauchen wir auf jeden Fall, die sind gut. Die Kavallerie, die Agema. Würde ich auch nehmen. Und dann entweder Kataphrakte oder nochmal Elefanten. Ich würde sogar. Ja, okay, gehen wir eher auf Kataphrakte. Ich weiß, ich habe vorhin gerade was anderes gesagt, aber. Weil ich hier machte. Bei den anderen, so, jetzt, bei der anderen Armee hier oben, hier hat es keinen Sinn gemacht, dass wir Kataphrakte genommen haben, weil wir da oben irgendwie sechs Elefanten haben oder so. Hier macht es Sinn, weil wir nur drei haben. Genau. Deswegen bauen wir nochmal zweimal Kataphrakte und dann noch die Ritter. Okay. Der stört mich hier. Weil der könnte hier das ziemlich gut aufräumen. Beziehungsweise dann erobern, wenn wir da nicht mehr sind. Da bin ich mal gespannt, ob die gegeneinander dann kämpfen. Gut, mein Schiffchen ist jetzt bis da oben. Wieso habe ich denn hier? Ja. Gut, mal schauen, ob der nochmal hier runterkommt. Ich glaube eigentlich nicht, weil der wird bis dahin schon sterben. So, dann schauen wir mal Diplomatie. Wie sieht es hier oben aus? Die Goten. Die, mit denen können wir. Okay. Wir sprechen uns dann später nochmal. Okay, wir sprechen uns später nochmal. Seid gegrüßt und okay, wir spielen. Sicher, eure waren. Wieso wollen die alle nicht? Seid gegrüßt, mein Freund. Ey, wir. Sicher, Ah, eure wir haben waren nicht so fit. viel. Seid Ah. gegrüßt, sprecht. Ja, schreib mich nicht an. Ah, okay. Okay, wir brauchen einfach mehr Stuff. Okay, das bekommen wir hier. Und das bekommen wir, ja, okay, Oliven sind natürlich jetzt wieder rar. Da oben ist auch nochmal. Okay. Nächste Runde. Okay, gut, der geht weg. Natürlich geht der in meine Richtung. Ja. Ah, Pontos, hallo. Nein, ach, diese Agenten-Action, die nervt so. Nein, der hat's geschafft. Gut. Das ist sehr gut. Das ist sogar sehr gut, dass er mich hier angreift. Schön. Das ist sehr gut, weil dadurch kann mich die nicht irgendwo anders stören. Also an sich hätte er hier auch an Land gehen können und die da erobern. Also bis ich da bin, ist schon sehr viel passiert. Ja. Aber gut, aber wieso sagt er, dass er so viel, also so eine große Chance hat? Wegen den ganzen Pikinieren wahrscheinlich. Ja, die Pikiniere werden interessant. Aber das ist die 501. Lol, come on. Oh, ich habe die falsch geschrieben, ne? Also an sich 501. habe ich richtig geschrieben, aber an sich schreibe ich das ja immer lustig. An sich schreibe ich das ja immer so 500 und dann erste ausgeschrieben. So, ich versuche mal. Ja, hier sind die ganzen Fernkämpfer, aber trotzdem versuche ich mal da irgendwas zu reißen. So. Ich will natürlich versuchen. Oh Gott, also. Die da sind ja auch irgendwie arm dran.
Oh. Gerade so, dass die hier den Platz verschwenden. So. Ja, nun. Wo gehe ich hin? Warte mal. Ich gehe hier so hin. Hier gehe ich so hin. Wie mache ich das am blödsten? So mache ich es. Gut. Du kommst hier hin. Ihr kommt hier hin. Die ganze Kavallerie kommt hier mal einfach aus dem Weg. Okay, gut. Ich will halt versuchen, mit der Kavallerie ihn schnell zu schnappen. Gut. Ja, ich würde es nähert sich feindliche Unterstützung sehr gerne gegen seine Ich würde sehr gerne mit meinen Booten gegen seine kommen. Gegen seine Pikiniere rammen. Die Männer wanken. Aber irgendwie, selbst das schafft er nicht. Okay, dann stirb. So. Hier. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja. Uninteressant. So. Ist das ein bisschen kalt von? Ist egal. So, er hat sehr viele Fernkämpfer, aber was gut ist, ist, dass er ja keine wirklich krasse Fernkampfeinheit hat. Also er hat nur Steinschleuder, soweit ich es gesehen habe. Steinschleuder, das ist also die Spezialität von Streitweg. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Schnelles Marschieren. Ureos Speere. So, die sind fertig. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Da rennt mal hier weg, oder nicht? Der feindliche General ist tot. Ach krass, der hat gerade bis auf den alle getötet. Erwarte Befehle. Schnell vorrücken. Schießt auf jeden. Okay, gut. Das war schon mal sehr gut. Das ist jetzt ein bisschen verbuggt. Oh, nur ein bisschen. Oh, wie freundlich, dass er hier wartet.
Frage ist, wie ich das jetzt am klügsten mache. Ich glaube erstmal mit einem Streitwagen und noch einem Streitwagen. Ich glaube, das ist so am klügsten. Das könnte hier gut sein. Das könnte hier sehr gut sein. Hier auch schnell. Der muss sich nur ein bisschen mehr beeilen jetzt. Weil hier kommen schon die Pikiniere. Es sind halt überall so dämliche Bäume, ne? Okay, da komme ich nicht daher. Okay, das war gut. Okay, wieder. Ich würde mal wieder hier hingehen. Okay. Gut, dann gehe ich mal hier weg. Das ist ja widerlich jetzt. Das ist jetzt ein bisschen widerlich. So, ich muss versuchen, die Pikiniere hier wegzubekommen. Schießen die? Ja, jetzt ab. Geh mal wieder durch. Oder doch nicht. Uiuiui. Gut, dann muss ich schauen, dass ich hier durchkomme, durchbreche. Ja, das mit den Elefanten ist jetzt gefährlich. Aber... Warte, ich kümmere mich erstmal um die... Weil das sind ja nur Infanterie ohne... ohne... sind jetzt genau ohne wirklich irgendwas dabei zu haben und es reicht, wenn ich dann hier durchfahre. Mit denen kann ich dann hier gechillt. Oh, cool, jetzt geht er da weg. Okay, jetzt kommt ihr mal hier durch. Unser General wird angegriffen. Einfach durch, einfach durch. Okay, und ihr kümmert euch mal hier rum. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wie lauten eure Befehle? Dick Elefanten! Dick Elefanten! So, sehr schön. Okay, so. Ja, die habe ich jetzt leider vergessen. Das ist nie ganz gut. Nie ganz gut, ne? Ich bin deutsch. Okay, und jetzt schöne Drehung. Und jetzt... Einfach Rasenmäher spielen. Platsch, platsch, platsch. Wendet sich zu unseren Gunsten.
So, wie sieht's hier aus? Okay, Elefanten. Kann man nicht hier mal hin? Hier wieder zurück. Okay, der rennt jetzt weg. Aber den hole ich mir. Den muss ich mir holen. So. Hier sind auch noch welche. Aber die werde ich nicht mehr einholen. Wobei hier. Hat ihre gesamte Munition verbraucht. Okay, sehr schön. So. Sehr gut. Ich bin immer wieder gespannt am Schluss, wie viel die Kriegswagen, also die Sichelwagen bekommen. So. Okay. Ich glaube, das war's. Ja. Hier noch kurz Wirbelwind. Und das war's dann. Okay. Ja, sehr schön. Knapper Sieg. Von wegen. 500 habe ich verloren. Wieder ein Drittel. Wahrscheinlich ab ein Drittel ist es knapp. 700. Wow. Not bad. Not bad at all. Bei ihm waren die Fernkämpfer natürlich wieder ganz in Ordnung. Das ist gut. Das ist gut, dass die eine komplett... Ja, okay. Beide sind komplett weg. Das ist extrem wichtig. Das ist egal. Das ist auch egal. Okay. Sehr schön. Die sind auch bald Gold. Wunderbar. Dadurch habe ich jetzt 1200 bekommen. Ich bringe euch die Nachricht, dass mein Herr den Krieg zu beenden wünscht. Diesen Wunsch wird er an keinem anderen Tag hegen. Oh. Ah, schade. Ich war jetzt zu geizig. Aber nächste Runde wird er, denke ich mal, nochmal anbieten. Forschung abgeschlossen. Körperliche Ertüchtigung, Nahkampfangriff für alle Einheiten, Abwehr für alle Einheiten, Moral. Das ist gut. Mission erteilt, besiege folgende Armee. Ja, das kann ich sogar jetzt noch nicht machen. Was hat denn der gemacht? Haushalt, bla bla blub, Charaktereigenschaften. Okay, das habe ich nicht herausgefunden. Schade. Weil der wurde ja befördert. Der hat irgendwas gemacht. Okay. Also, jetzt hier erstmal. Ich habe 4000, das ist gut. Hier erstmal Essen. Und... Wohlstand ist gut. Okay, du bekommst jetzt, warte mal, was wollte ich denn? Nochmal zwei Kataphrakte, oder? Kataphrakte sind halt so teuer. 1400, 1200, okay, dann hole ich mir nochmal hier, ja, Ich habe halt der Meda-Kavallerie, die ist zwar nicht so gut wie die da, ist ja klar, aber so... Die sind schon die nächsten. Also, was den Asrat-Rittern am nächsten kommt, das meine ich damit. Ich würde dann nochmal zweimal die Kavallerie holen.
Weil die ist nicht so schwer wie die Kataphrakte, aber hat halt auch... bitte töte ihn. Aber die haben halt auch sehr gute Werte. Also sind auch sehr schnell und so weiter. Gut, also die können innerhalb von einer Runde hier angreifen. Das ist natürlich sehr schön, wenn ich mich jetzt um die kümmere. Warte, wie viel hat er denn? Also mindestens eine Pikiniereinheit. Hier ist halt alles voll, ne? Die schmeißen jetzt alles gegen mich. Das ist etwas ärgerlich, würde ich mal behaupten. Bei denen könnte ich ja jetzt hier hin tun. Das ist gut. Dann kann er den nicht angreifen. Ah, jetzt sehe ich schon mal. Also ich schätze mal, der hat dreimal Pikiniere. Genau, jetzt kann er den nicht angreifen. Und Antiochia ist ja auch relativ sicher jetzt. Also relativ, also die sind jetzt sicher. Hier muss ich mal schauen, also nach Dura kommt der sogar rein. Uiuiui. Dura. Das würde sich sogar... das würde sich da sogar auch lohnen, irgendwie so eine Garnison reinzuhauen, auch wenn es... echt nichts bringt. Also ja, wenn man eine Garnison hat, bringt es natürlich. Aber es bringt nicht wirklich, da jetzt noch eine Garnison, noch Militärgebäude reinzuhauen. Aber okay. Die habe ich beide schon gemacht. Ja, die 500 erste, was mache ich mit dir? Also momentan muss ich noch hier bleiben, also mindestens für eine Runde. Ich würde vielleicht auch für zwei Runden hier bleiben und dann würde ich über hier nach da gehen und Zypern wegnehmen und dann vielleicht von Side aus über hier. Weil Pontos, ah, hier oben ist noch Pontos, Armenien, Pontos ist auch noch da, okay, gut. Ja, oder ich behalte hier die da und lass erstmal Pontos. Ah, ich mache diese Schlaufe, weil ich brauche Eisen. Ich brauche jetzt die Schmiede. Die Schmiede ist sehr, sehr important. So, gut. Dann würde ich sagen, nächstes Mal werden wir, wie gesagt, uns auf den Weg machen, hier ein bisschen auszudünnen. Ich weiß noch nicht wie. Also mit der 501. werde ich erstmal hier so ein paar Städte einnehmen. So der Plan. Und mit dem Donner werde ich erstmal Jerusalem und dann will ich versuchen, Nabatea wirklich rauszuhauen. Weil die haben schon ein bisschen genervt. Und hier versuche ich erstmal sehr defensiv zu spielen, bis ich hier eine zweite Armee habe. Gut, danke fürs Zuschauen, habt einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.